Wir dürfen also gespannt sein, wo die Reise hingeht in dieser Partie, die jetzt losgeht. Der erste Angriff gehört. Ich glaube 6 von 28 in den letzten paar Spielen, aber hier, oh. Oh, ja. Da haben sie geschlafen, die Berliner. Seine Mannschaft mit anzufeuern. Hier sehen wir noch mal diesen Traumpass von Roby. Mit mehr Spielzeit ausgestattet. Jallo und Roby. Super gemacht von Ulm. Auch die, wenn die Ballgewinne haben. Und Ulm bestraft das sofort. Also Ulm bestraft alle Fehler. Super. Okay. Oh, super Pass. Oh, ich denke. Doch nicht. Fängt ihn und dann Santos. Ja, auch das. 14 Sekunden. Wenig Movement da, vor allem auf der Weak Side. Dadurch kann Tim Schneider helfen, aber Noah Senge. Weitergespielt zu Jessup und dann haben sie jetzt einfach einen Korb gehabt. Den wir hier noch mal sehen. Und dann gute Entscheidungen treffen, da ist er richtig gut. Ich glaube, Williams ist bekannter für seine Top-Pässe. Scheiß Verteidigung. Wird trotzdem statisch bei Ulm. Ja, und dann fallen solche Würfe auch viel leichter, weil sie nicht so viel Energie aufbringen müssen, um den Ball von A nach B zu kriegen. Ja? Hat bisher vom Gefühl her zumindest nicht besonders viel gespielt. Oh, super. Macht das Ding hier aber rein. Gabriele Krotschi da. Flammer. Wieder Jallo gegen Olindi. Super. Oh. Mit wie viel Geduld der das macht, der Jallo. So schön. Dann und noch ein Dribbling und noch eine Finte, weil muss sein. Macht er so gut. Schön gespielt. Oh, versucht da Jensen mit aufs Poster zu nehmen. Jensen, gut gemacht. Und dann macht er den End-One gegen Luis Olindi. Oh, das war kein Offense-Foul. Elias Jensen gegen Hamburg. Schauen wir mal. Im vergangenen Spiel mal, nur 7 Sekunden und noch mal gespielt. Und Karim Jallo. Überragend gemacht, wie du schon sagst, mit richtig viel Geduld. Das hier nochmal das Ding. Jedes einzelne Field Goal von Alba war mit vorausgehendem Assist. Geil. Das ist Wahnsinn, oder? Wow, Mann, hier ist Matisek mit dem nächsten. Super, Mann. Verteidigt von Schneider. Lama. Und dann muss Jessup. Der ist drin. Ja. Jo. Da sieht man. Damit ist die Challenge für Alba weg. Schon im letzten Spiel gegen Bamberg haben sie, sie sehr früh genommen. Matisek fühlt's. Gibt ein bisschen früh ab, weil von so Plammer, gute Help von Olindi. Wow. Aber Plammer ist da im Shotmaking ganz groß. Hermansson. Pick and roll mit Williams. Rochida. Oh, super. Rochida. Wow, was für ein Pass. Die Timeout von Ty Harrelson, der seine etwas ins Stottern geratene Offensive. Und damit versetzen wir Heiko direkt in Ekstase. Vielleicht das nächste Mal. Wow. Williams. Gegenseitig auf einem sehr hohen Niveau. 5 Sekunden noch. Achtung, Jessup so frei. Justinian Jessup. Wir schauen noch mal auf den Dreier von Justinian Jessup. 44,4%. 1 gegen 1. Beide Mal. Ah, toll verteidigt. Ja, auch das war gut. Dann kriegt er noch mal was geflüstert von Brocci da. Viertels, das sehr, sehr wild war. Vielleicht Symbolbild dieser Abschluss. Olindi. Oh, das dauert lang. Olindi kriegt ihn trotzdem. Oh, ist das gut von Hermansson. Ist das gut von Hermansson? Er hat nämlich einmal kurz weggeguckt, deswegen hat sich niemand mehr auf Olympi konzentriert und dann hat er den Pass gespielt. 4,8 Sekunden hat er ungefähr gebraucht. Ja. Aber nicht 5. Ja. Das ist Plammer. Alfonso Plammer! Ja. Junge! Ja, stark. Aber auch wieder das. Ging von Jessup aus. Ne? Der nimmt das Heft in die Hand bei den Römern. Plammer jetzt, der Topscorer bei Ulm und die guter Fight, super. Noch ein. Der Ball, noch 50-50 Ball ist. Und der ist bei Ulm und Hermansson. Wow, was für eine Sequenz. Im Arbeitsrekord. Früh in diesem vierten Viertel, McDowell White. Und
Rapid. Wahnsinn. Und immer noch 5 gegen 4. Immer noch 5 gegen 4. Robby, alle Seite ja. Welt, schießt das Ding ja, rein. Ist halt. Martin Steck, guter Verteidigung. Beide Mann. Oh! Schwieriges Ding und diese Reaktion danach. Das Ende erreicht. Gute Defense von Weidemann ist gut dazwischen. Hermansson übernimmt wieder Verantwortung. Martin Steck. Guck mal, das war. Das hier. Schweres Ding am Schluss, aber trotzdem davor gut rausgespielt. Ja. Travion Williams. Esenge. Oh. Okay, no call. Wir schauen nochmal drauf. Ja. Ist okay, da no call zu geben. Ist okay. 19 und 11 aktuell bei Travion Williams. 19 Punkte, 11 Rebounds. Und Hermansson. Und fade away. Ja. 39, 2 hinten, 4,7 auf der Shot Clock. Mal gucken, was für ein Play sie jetzt da laufen. Hermansson übernimmt. Hermansson. Oh, super Kicker. Wow. Schneider frei. Ja, warum gibt es. Oh, Lindy. Lindy hat ihn. Und dann Olindi. Der Sack. Da schauen wir nochmal drauf. Olindi, der Super. Sack. Raus. Und dann wird der Ball zu ihm zurückkommen. Drei Pässe. Ne? Ja. Und dann darf er nochmal. Weidemann. Oh. Matisek ist da. Reach sehr stark. Und doppelt an der Mittellinie. Excellent. Sprungball. Wow. Wie Alba Berlin. Williams. Williams. Oh. Williams! Oh. Oh. Schauen wir noch einmal auf Travion Williams, der hier im Point Guard-Manier das 1 gegen 1 sucht. Gegen Roby und wir schauen genau auf die Füße. Ja, das ist glaube ich, ein Fehler. 8:0 auf Alba Berlin, höchste Führung in diesem Spiel. Roby! Oh! Poster-Time! Das sind 2 Dreier, das sind 21 Sekunden, das ist gar kein Problem. Schau mal. Robby und Gabriele Procida. Auch von seiner Leistungssteigerung wird. Toll. Aber was für ein Basketballspiel! Was für ein sensationelles Basketballspiel, oder? Alba Berlin gewinnt mit 96.